Hallo und willkommen bei How To Buddies. In diesem Video geht's um den Dark Mode bei unserem Motorola Moto G84. Wir wollen euch das Ganze einmal zeigen und vorführen, auch wie ihr den programmieren könnt. Der Dark Mode ist ja eine Erfindung, die ihren Grund da hat, dass eben ein helles Smartphone-Display die Augen durchaus belasten kann, gerade in Dunkelheit. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr lauft durch die Dunkelheit und auf einmal kriegt ihr einen Anruf und werdet dann irgendwie mit so einem ganz hellen Display konfrontiert, dann ist das, kennt ihr, wenn ihr schlagartig mal in so ein Autolicht guckt, sehr unangenehm und eben auch ungesund für die Augen. Und deswegen wurde dieser Dunkelmodus ins Leben gerufen. Bei diesem Gerät und bei allen anderen Geräten, die sich der OLED-Technologie beim Display bedienen, kommt noch hinzu, dass das Ganze ein riesengroßer Energiesparfaktor ist, der Dunkelmodus. Ihr habt eben den großen Vorteil, dass bei den OLED-Displays nämlich alles, was dunkel ist, gar nicht beleuchtet werden muss, also wenn es schwarz ist. Ihr seht das zum Beispiel hier, wenn wir das Schnellstartmenü runterwischen. Hier ist es so, dass der ganze Hintergrund schon werkseitig so eingestellt eben schwarz ist und unabhängig jetzt vom dunklen Design oder nicht, denn wir sehen ja, wir haben es ja gar nicht aktiviert und das ist eben ja zudem ein riesen Energiesparfaktor bei den OLED-Technologien. So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, wie wir denn überhaupt erstmal an den Dunkelmodus rankommen. In den Einstellungen finden wir ja den Bereich Display und da steht auch schon dunkles Design, wird hier schon verraten, dass wir den da finden und oder das dunkle Design da finden, den dunklen Modus, wie auch immer. Und hier steht jetzt, wird nie automatisch aktiviert und ist auch aus. Ich kann das dunkle Design jetzt hier aktivieren, dann seht ihr, was passiert. Das ganze Farbspektrum kehrt sich einmal um. Hell wird dunkel, dunkel wird hell. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal, ich sehe auch hier die Searchbar, die passt sich mit an. Wenn ich jetzt hier in meine Telefon-App gehe, wo ich ja eben war, seht ihr, alles ist dunkel und die Schrift ist weiß. Und das bringt eben mit sich, dass jetzt ein Haufen Energie gespart wird. Allein wenn ihr euch das Verhältnis hier von schwarz zu weiß anguckt, dann ist das schon eine ganz schöne Menge. Könnt ihr von ausgehen, dass da euer Akku etwas länger hält. Und es gibt dann natürlich verschiedene Apps, die das unterstützen. Eigentlich sollten das alle tun heutzutage, aber vielleicht habt ihr da noch ein paar Exoten, die das irgendwie nicht unterstützen. Das kann dann durchaus mal sein. Und wir sehen jetzt auch, dass sich hier oben eigentlich gar nichts geändert hat. Dieses Schnellstartmenü, das ist halt immer schwarz gehalten. So, jetzt gehen wir nochmal in den Bereich hier in den Einstellungen. Wo waren wir? Da. Und können jetzt nämlich noch andere Einstellungen vornehmen. Ich deaktiviere das jetzt erstmal und wir sehen dann hier, wird nie automatisch aktiviert. Das können wir ändern, indem wir da drauf tippen und haben jetzt hier die Möglichkeit, hier oben steht erstmal noch beim dunklen Design ist der Hintergrund einiger Bildschirme schwarz, damit dein Akku länger hält. Zeitpläne für das dunkle Design werden erst aktiviert, wenn das Display aus ist. Okay. Jetzt sehen wir hier dunkles Design verwenden und zur Bestimmung von Sonnenaufgang und Untergang ist der Gerätestandort erforderlich. Das ist hier eine Warnmeldung, wie wir sehen, anhand des Dreiecks. Die taucht bei euch eventuell gar nicht auf, wenn ihr den Standort aktiv habt. Wir haben den Standort deaktiviert, können aber hier einfach einmal in die Standorteinstellungen gehen, den Standort verwenden und dann gehe ich hier unten wieder auf zurück und dann bin ich hier wieder drin. Das aktualisiert sich jetzt allerdings nicht von selbst. Ich muss einmal raus und einmal wieder rein. Und dann ist diese Warnmeldung jetzt weg. Jetzt hat er das aktualisiert. Und jetzt habe ich hier diese Option Zeitplan und kann eben von Sonnenuntergang bis Aufgang festlegen oder eben von zu einer benutzerdefinierten Zeit. Wenn ich da jetzt drauf tippe, kann ich eben sagen, Startzeit 20 Uhr abends, Schlusszeit 7 Uhr morgens. In diesem Fall passt das bei uns. Wir sind jetzt im Oktober, da geht bei uns auch hier ungefähr die Sonne unter um 20 Uhr aktuell. Und mir reicht dann, wenn es morgens um 7 wieder in das helle Design wechselt. Das heißt, alles, was ich dann abends noch nach 20 Uhr erledige am Handy, ist vom Akkusparen sozusagen begleitet. Und wenn ich morgens vor 7 schon in Gange bin, dito. Und ihr könnt euch die Zeit eben hier selber einstellen, wie ihr wollt. Oder ihr sagt einfach von Sonnenuntergang bis Aufgang, dann regelt das Gerät das automatisch, abhängig davon, wo ihr gerade seid und wie da der Stand der Sonne ist. So, jetzt aktiviere ich hier mein dunkles Design und habe von Sonnenuntergang bis Aufgang. Das wäre jetzt ja sowieso der Fall. Wir sind nach 20 Uhr, da sollte auch das Gerät erkannt haben, dass die Sonne schon untergegangen ist. Und damit habe ich jetzt soweit meinen Dunkelmodus programmiert. Es gibt jetzt noch ein cooles Feature und zwar hier oben in eurem Schnellstartmenü könnt ihr euch auch eine Schalttafel dafür generieren. Die ist jetzt werkseitig hier nicht dabei. Ihr habt ja hier verschiedene Seiten, 4 sogar, und nirgendwo taucht Dunkelmodus auf, habe ich gerade schon geguckt. Es gibt hier diesen kleinen Stift, da könnt ihr dann
drauf tippen und dann könnt ihr weitere Schalttafeln in diesem Bereich hinzuziehen. Und zwar hier findet irgendwo diese Zeile halten und ziehen und kacheln hinzuzufügen. Da hört im Prinzip, darüber hört das auf, was angezeigt wird und darunter fängt das an, was noch nicht angezeigt wird. Und wir sehen hier schon dunkles Design, ist ja aktiv, kann ich auch hier deaktivieren. Ne, kann ich hier gar nicht. Hier kann ich nur die Schalttafel, glaube ich, verziehen. Und dann greife ich die mir mit einem Finger, halte sie etwas länger gedrückt und dann kann ich sie hier oben in diesen Bereich reinschieben und gehe jetzt mal hier ganz nach oben und lege sie zum Beispiel mal einfach hier mit ab an eine der vier ersten Stellen, denn wenn ihr das Ganze wieder wegwischt bzw. sie einmal verschwindet so und einmal aufruft, dann seht ihr, dass die vier ersten Kacheln auch hier schon dargestellt werden. Das heißt, ihr braucht gar nicht dieses zweimalige Runterwischen zu machen und das hat den Vorteil, dass wir jetzt hier ganz schnell das dunkle Design an- und ausschalten können. Falls das für euch vonnöten ist bzw. ihr da auch Gebrauch von machen könnt, ihr könnt es euch natürlich, wenn ihr auch andere wichtigere Kacheln habt, dann eben woanders einsortieren. Das geht dann auch wieder hier über diesen Stift und dann könnt ihr einfach hier das dunkle Design wieder schnappen und sortiert es ein bisschen weiter nach hinten. Wenn ihr es unter den ersten 8 Kacheln lasst, taucht es ja auch noch auf Seite 1 hier oben auf, wenn wir einmal hier aufklappen. Das sehen wir ja. Hier ist jetzt das dunkle Design und ich habe jetzt auch meinen Schnellzugriff erledigt. So, das war im Prinzip alles an Informationen für euch wichtig zum Thema dunkles Design. Wie gesagt, Augenschutz, Energieersparnis beim Motorola Moto G84 und ich hoffe, dass euch das Video geholfen und gefallen hat. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben für uns da, wenn euch das Ganze gefallen hat und abonniert gern kostenlos unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss!